Good morning, meine Lieben. Markus Koller hier, Heilpraktiker und Physiotherapeut aus Hamburg. Ich bin euer Profi für Lymphdrainage und habe ja schon vorher gesagt, wir klären wirklich alle Fragen, die ihr habt zur Lymphdrainage. Aktuell ist diese Woche die am meisten gestellte Frage, darf Lymphdrainage wehtun? Und dazu gibt es eine ganz einfache Antwort. Nein, das darf sie nicht. Leute, come on, ihr geht zur Lymphdrainage, ihr geht nicht zur Faszientherapie, ihr werdet nicht vom Bus überfahren. Das tut gar nicht Not. Man muss aufpassen bei Lipödem-Patientinnen mit dem Druck, weil die sehr empfindlich sind im Gewebe. Man muss natürlich auch post-OP aufpassen. Man kann mit viel Druck arbeiten bei Fibrosen, um die zu lockern. Das muss man auch. Aber come on, Lymphdrainage und blaue Flecken danach, das geht überhaupt nicht. Also wenn ihr merkt, ihr fühlt euch nach der Behandlung wie vom Bus überfahren, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Das sollte so nicht sein. Lymphdrainage darf, muss und sollte auch nicht schmerzhaft sein. Normalerweise ist es so, ihr legt euch hin, könnt quasi eine Stunde wegpennen, wir arbeiten an euch und danach seht ihr dann das Ergebnis oder fühlt es vor allem auch. So sollte manuelle Lymphdrainage ablaufen, aber es sollte nicht Schmerzen auslösen. Okay, das war's von mir.